Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, heute habe ich deinen Schutzengel mit einer göttlichen und lebenswichtigen Botschaft für dich gesandt. Vielleicht hatten sie das Gefühl, dass jemand, an den sie gedacht haben, viele Geheimnisse vor ihnen hat. Sie fragen sich vielleicht, ob diese Geheimnisse mit ihrer Beziehung zu dieser Person zusammenhängen oder ob sie ein Spiegelbild ihrer eigenen persönlichen Reise sind. Halten Sie die Hoffnung am Leben, denn ich bereite eine Wende in Ihrem Leben vor, die niemand vorhersagen kann, eine Veränderung, die so überraschend ist, dass selbst diejenigen, die an Ihnen gezweifelt haben, erstaunt sein werden. Ja, ich spreche von einem Sieg, der so groß ist, dass Ihnen die Worte fehlen, ihn zu beschreiben. Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich mir jedes Gefühls und jeden Zweifels, der in Ihrem Herzen wohnt, zutiefst bewusst bin. Diese Geheimnisse, die Sie wahrnehmen, sind nicht nur Zufälle, sondern Teile eines größeren Plans, den ich zum Wohle von Ihnen beiden ausarbeite. Vertrauen und Transparenz sind Grundpfeiler der Beziehungen, die ich mir für Sie wünsche, und deshalb überbringe ich Ihnen jetzt diese Botschaft. Lassen Sie mich Ihnen noch etwas Tieferes sagen, Sie sind nicht zufällig hier. Jede Träne, jedes Lächeln und jeder Schritt, den Sie gemacht haben, hat Sie zu diesem Moment geführt, in dem Sie etwas Außergewöhnliches erleben werden. Spüren Sie, wie meine Liebe und meine Gegenwart Sie umhüllen, während Sie versuchen, diese Geheimnisse zu verstehen. Ich bin hier, um Ihre Gedanken zu leiten und Ihren Weg mit meiner unendlichen Weisheit zu erhellen. Wenn Sie mit Unsicherheit konfrontiert sind, denken Sie daran, dass Sie nicht allein sind. Ich bin an Ihrer Seite und biete Klarheit und Frieden, damit Sie mit Glauben und Mut durch diese turbulenten Gewässer navigieren können. Haben Sie keine Angst vor dem, was kommt, denn ich bereite etwas viel Größeres vor, als Sie sich vorstellen können. Kommentieren Sie "Ich glaube", wenn Sie spüren, wie diese Worte in Ihrem Herzen nachklingen. Wenn alles wahr wird, wenn der Sturm vorüber ist und die Sonne wieder in Ihrem Leben scheint, denken Sie daran, dass ich immer bei Ihnen war, zu Ihrem Herzen flüsterte, Ihre Schritte lenkte und Sie auf diesen herrlichen Moment vorbereitete. Erlaube dir, dein Herz zu öffnen und mir voll und ganz zu vertrauen. Ich befähige Sie, sich jeder Herausforderung zu stellen, die auf Sie zukommt, stärke Ihren Glauben und erneuere Ihre Hoffnung. Wisse, dass jeder Schritt, den du unternimmst, unter meiner liebevollen Führung steht und dass ich unermüdlich daran arbeite, Harmonie und Verständnis in jeden Bereich deines Lebens zu bringen. Heute möchte ich mit Ihnen über etwas Tiefes und Wesentliches sprechen. Schauen Sie sich die Wege an, die Sie wählen, und fragen Sie sich, was Ihre Entscheidungen leitet. Die Suche nach Gefahren ohne einen wirklichen Zweck ist wie ein Abweichen von dem Kurs, den ich für Sie festgelegt habe, einen Weg des wahren Wachstums und Lernens. Wählen Sie immer Besonnenheit und Glauben, und Sie werden echten Mut finden. Mein lieber Sohn, nimm diese Botschaft mit einem Geist des Vertrauens und der Gelassenheit an. Lass dich von meiner unerschütterlichen Liebe umhüllen und Licht in deine Zweifel und Klarheit in deine Unsicherheiten bringen. Ich liebe dich mehr, als Worte es ausdrücken können, und ich bin immer hier, um dich in jedem Moment deiner Reise zu unterstützen und zu begleiten. Wisse, dass Konformität wie ein sicherer Hafen erscheinen kann, eine Möglichkeit, dich vor den Stürmen des Lebens zu schützen. Es ist jedoch ein illusorischer Zufluchtsort, in dem das Wachstum begrenzt ist und Ihr Geist nicht herausgefordert wird. Wenn Sie sich den Wellen und Stürmen des Lebens stellen, werden Sie wirklich stark und mutig. Je nachdem, wie diese Person mit Ihnen interagiert, werden Sie das Gefühl nicht los, dass das, was sie verbirgt, in irgendeiner Weise direkt oder indirekt mit Ihnen verbunden ist. Dieses Gefühl könnte der Grund dafür sein, dass Sie beide im Moment nicht kommunizieren. Sie suchen Bestätigung, um zu verstehen, was wirklich zwischen Ihnen vor sich geht.
Ich suche nach Herzen, die auffallen, nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten. Das Himmelreich wird von denen aufgebaut, die große Träume haben und mutig handeln, um diese Träume in die Realität umzusetzen. Mittelmäßigkeit ist nicht Teil meines Plans, denn durch Exzellenz kommen Liebe und Wahrheit vollständig zum Vorschein. Meine Engel sind in jedem Moment der Entscheidung anwesend, beobachten und warten darauf, dass sie den Weg der Exzellenz wählen. Möglicherweise gab es einen bestimmten Moment, in dem sie eine Verhaltensänderung bei ihr bemerkt haben. Er wird das Gefühl nicht los, dass sie ihm etwas sagen will, was er bisher unterdrückt hat. Bevor es zwischen euch kompliziert wurde, gab es Situationen, die ihre Aufmerksamkeit erregten, Zeiten, in denen sie bestimmten Themen aus dem Weg ging oder sich ihre Energie änderte, wenn diese Themen im Gespräch auftauchten. Dies ist nicht der einfachste Weg, aber er wird sie mir und ihrem wahren Lebenszweck näher bringen. Ich warne sie, Hass wird niemals den tiefen Frieden kennen, der aus wahrem Glauben resultiert. Jede Herausforderung, die Hass mit sich bringt, ist eine Gelegenheit, ihre Hingabe an das gute und göttliche Licht zu bekräftigen. Denken Sie daran, dass Sie im Kampf gegen Hass nicht allein sind, Ihre Engel sind immer an Ihrer Seite und bieten Ihnen die Kraft und den Mut, denen Sie sich jeden Tag stellen müssen. Der Hass mag bestehen bleiben, aber unser Schutz ist ewig und unsere Unterstützung ist bedingungslos. Die Gespräche könnten ernster geworden sein, und es schien, als ob sie etwas Wichtiges sagen wollte, es aber nicht ausdrücken konnte. Sie versucht, von dir wegzukommen, und irgendwie kannst du es spüren. Es ist, als würde etwas passieren, das außerhalb ihrer Kontrolle liegt, und sie könnte ihre Entscheidung, sich von ihnen zu trennen, bereuen. Sie erkennt, dass sie etwas initiiert hat, das sie nicht vollständig kontrollieren kann, und dass sie dazu gebracht wird, nachzugeben, obwohl sie es nicht vollständig versteht. Sie kämpft darum, die Kontrolle zu behalten, und der Gedanke, dass sie diese Kontrolle verlieren könnte, bereitet ihr großes Unbehagen. Obwohl sie diejenige war, die damit begonnen hat, bereut sie es jetzt zutiefst. Sie sieht deutlich, dass sie die Dinge auf einer tieferen Ebene in Gang gesetzt hat und zum Nachgeben gedrängt wird, auch wenn sie es nicht ganz versteht. Er versucht mit aller Kraft, die Kontrolle zu behalten, aber es fühlt sich an, als würde ihm die Kontrolle entgleiten. Diese Person ist frustriert, weil ihr klar wird, dass dies niemandem sonst passiert, und sie macht sich Sorgen darüber, was in Zukunft passieren wird. Obwohl er alles angefangen hat, bereut er seine Entscheidung jetzt zutiefst. Sie erkennt deutlich, dass sie etwas auf einer tieferen Ebene ausgelöst hat und dazu verleitet wird, nachzugeben, auch wenn sie es nicht ganz versteht. Vertraue auf mich, auf den Herrn, deinen Gott. Denken Sie auf Ihrem weiteren Lebensweg daran, dass jede Entscheidung die Macht hat, Ihre Zukunft zu gestalten. Manchmal ist der Weg, der am schwierigsten erscheint, derjenige, der die größten Belohnungen bietet. Herausforderungen sind getarnte Gelegenheiten, die dazu dienen, deinen Charakter zu stärken und deine Verbindung zu mir zu vertiefen. Ich, Gott, erinnere dich daran, dass ich für alles in deinem Leben einen Grund und einen bestimmten Zeitpunkt habe. Es kann vorkommen, dass sie und diese Person nicht miteinander reden und sie sich beide fragen, wann der richtige Zeitpunkt ist, sich wieder zu treffen. Die Wahrheit ist, dass diese Person das Gefühl hat, nicht auf dem richtigen Weg zu sein. Wenn das nach ihnen klingt, machen sie sich bereit, denn ihre Verbindung wird bald unerwartete Wendungen nehmen. Wenn ihnen der Weg also schwierig erscheint und die Schatten auf sie zukommen, möchte ich, dass Sie einen Moment innehalten, die Augen schließen und die Kraft in Ihnen spüren. Spüren Sie die Verbindung, die wir teilen, eine Verbindung, die nichts zerstören kann. Wisse, dass ich selbst in den dunkelsten Stunden bereits einen neuen Morgen für dich vorbereitet habe, einen Morgen, an dem das Licht stärker und die Liebe tiefer ist.
Es passiert viel, weil die Entscheidungen dieser Person ihre Beziehung beeinflussen. Jede Entscheidung, die sie trifft, hat Auswirkungen auf die Gegenwart und die Zukunft. Es spielen auch äußere Kräfte eine Rolle. Wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas anderes Ihre Verbindung beeinträchtigt, haben Sie recht. Für manche mag das nicht überraschend sein, aber es ist wichtig zu wissen, dass diese äußere Kraft chaotisch erscheinen mag, aber nicht versucht, sie zu verletzen. Es bringt nur unbeabsichtigt alles durcheinander. Öffnen Sie jetzt Ihre Augen und gehen Sie mit Zuversicht voran. Was Sie in sich tragen, ist größer als jede Herausforderung. Jeder Schritt, den Sie unternehmen, auch der kleinste, bringt Sie dem Ort des Friedens und der Freude näher, den ich Ihnen versprochen habe. Denken Sie daran, Sie sind nie allein. Ich bin immer hier, in jedem Schlag deines Herzens, in jedem Seufzer, in jedem Gedanken der Hoffnung. Schreiben Sie mit Hoffnung, ich werde keine Angst haben, denn Gott ist mein Schutz. Sie ist sich dessen vielleicht nicht einmal bewusst, aber es stehen ihr viele Optionen zur Verfügung. Seltsamerweise ist sie an diesen Optionen nicht interessiert und misstrauisch gegenüber den Energien, die sie derzeit umgeben. Trotz all dieser Störungen ist sie aktiv auf der Suche nach ihnen, sei es körperlich oder emotional. Aber jedes Mal, wenn es näher zu kommen scheint, kommt etwas dazwischen. Das ist frustrierend für sie, möchte bei dir sein, aber bei jedem Schritt scheint es Widerstand zu geben. Lieber Sohn, jetzt möchte ich auf besondere Weise mit dir sprechen, als ob ich an deiner Seite wäre und deine Hand halten würde. Das Leben mit seinen Wendungen verwirrt einen manchmal und gibt einem das Gefühl, verloren zu sein. Aber denken Sie daran, Sie sind nie wirklich verloren. Ich sehe dein Herz, spüre deine Angst und verstehe jeden Gedanken, der dir durch den Kopf geht. Wenn die Welt schwer und der Weg ungewiss erscheint, dann möchte ich am meisten, dass du meine Stimme hörst. Sie will dich mehr, denkt mehr an dich und will wirklich deine Energie. Diese Person hat das Gefühl, Fehler gemacht zu haben und beschäftigt sich gerade mit anderen Problemen, aber es fällt ihr schwer, darüber zu sprechen. Sie erhalten diese Nachricht, weil sie sich vielleicht fragen, warum sie immer distanziert wirkt. Das liegt daran, dass ihre Verbindung zu diesem Zeitpunkt sehr stark ist und von der göttlichen Energie beeinflusst wird. Schreiben Sie nun mit Zuversicht, ich bin stark, weil Gott mich führt. Diese Worte haben Macht, mein Sohn. Es sind nicht nur Briefe auf Papier, sondern ein Versprechen, dass ich bei dir bin, egal welchen Stürmen du ausgesetzt bist. Stellen Sie sich vor, dass ich hier an Ihrer Seite bin und Sie vor jedem Blitz und jedem Donner beschütze. Was für Sie oft wie eine große Herausforderung erscheint, ist in Wirklichkeit eine Gelegenheit, die ich Ihnen gebe, zu wachsen und die Stärke zu entdecken, die bereits in Ihnen steckt. Sie repräsentieren den physischen Teil dieser Verbindung. Ich, Gott, versuche dieser Person zu zeigen, wer du wirklich bist und wie wichtig wahre Liebe ist. Dies ist nicht nur eine Lektion in Spiritualität, es passiert auch in der realen Welt. Wenn sich diese Person deprimiert fühlt, neigt sie dazu, Menschen anzuziehen, denen es genauso geht. Aber etwas ändert sich, weil sie sich nicht mehr für solche Menschen interessiert. Jeder Tag ist eine neue Gelegenheit, zu glänzen und etwas zu bewirken. Ihre Taten der Freundlichkeit und des Glaubens sind wie Sterne, die anderen den Weg erhellen. Lebe weiterhin mit Mut und Authentizität und erlaube deinem Beispiel, positive Veränderungen herbeizuführen. Die Welt um sie herum mag unsicher erscheinen, aber ihre Mission ist klar und ihr Ziel ist großartig. Lassen Sie sich nicht von Routine oder Mittelmäßigkeit gefangen halten, Ihr Potenzial ist grenzenlos und jeder neue Tag ist eine Gelegenheit zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Es hört sich so an, als würde sie eine große Veränderung in ihrem Leben durchmachen, und diese Veränderung hängt mit ihnen zusammen.
Alles änderte sich, nachdem ihr beide beschlossen habt, eine Pause zu machen. Möglicherweise nutzt sie ihre Beziehung als Leitfaden und vergleicht jeden, den sie trifft, im Hinblick auf die Energie oder die Gefühle, die sie in ihrer Umgebung empfindet, mit ihnen. Aber die Energie, die sie um sich herum spürt, kann chaotisch oder störend sein und sich von ihrer unterscheiden. Der Weg zum Aufstieg besteht aus kleinen, mutigen Schritten. Wählen Sie immer den Weg, der zu Erfüllung und Frieden führt, und nicht den Komfort des Gewöhnlichen. Auch wenn der Weg beschwerlich erscheint und der Sturm stärker wird, sollten Sie wissen, dass Ihre Reise wertvoll ist. Jede Herausforderung ist eine Gelegenheit, Ihren Charakter und Ihren Glauben zu stärken. Die Liebe und Geduld, die Sie pflegen, sind mächtige Waffen gegen alle Widrigkeiten. Trotz allem, was sie durchmacht, sucht sie weiterhin auf unterschiedliche Weise nach dir. Das geht tiefer, als sie sich vorstellen kann. Vielleicht hat sie sich für die falsche Person entschieden, aus Angst, gefangen zu sein oder Teile ihrer selbst zu verlieren. Aber aus einer höheren Perspektive ist alles Teil ihrer Lebensreise. Manche Dinge kann man nur verstehen, wenn man durch Liebe tief mit jemandem verbunden ist. Auch wenn sie weit voneinander entfernt sind, bleibt diese Verbindung wichtig. Die besondere Energie, die jemand in dieser Situation verspürt, schafft sowohl eine physische als auch eine emotionale Barriere. Dadurch fällt es ihr schwer, eine Verbindung zu ihnen aufzubauen und sich selbst zu verstehen. Möglicherweise machen sie spirituell viel durch und haben viele Erkenntnisse. Bevor wir fortfahren, spüren Sie in Ihrem Herzen, ob diese Botschaft bei Ihnen Anklang findet. Die Person, die so denkt, sieht Sie als ein Spiegelbild Ihrer selbst. Wenn sie in deiner Nähe ist, sieht sie Teile von sich selbst, die ihr lange Zeit verborgen geblieben sind. Dies kann die Dinge in Ihrer Beziehung schwierig machen. Geben Sie Ihre Zweifel auf und lassen Sie sich vom Glauben leiten, denn was ich vorbereitet habe, wird sich auf so herrliche Weise manifestieren, dass es unmöglich sein wird, nicht zu erkennen, dass ich, der Herr, es bin. Jetzt zeige ich ihr einen Spiegel und bitte sie, genau hinzuschauen, was sie ignoriert hat. Auch wenn ihnen das, was sie finden, vielleicht nicht gefällt, ist es eine Chance für Wachstum. Sie wendet sich an sie, weil sie sich diesen Wahrheiten stellen muss, auch wenn sie sie noch nicht alle direkt gesagt hat. Sie sieht etwas Besonderes in dir, etwas fast Göttliches, das sie immer noch nicht vollständig erklären kann. Jetzt erkennt sie, dass die Art und Weise, wie sich die Dinge entwickeln, das Ergebnis ihrer eigenen Entscheidungen ist und dass dies möglicherweise nicht mit ihren Gefühlen übereinstimmt, als sie mit ihnen zusammen war oder in dieser besonderen Verbindung, die sie geteilt haben. Sie möchte dir etwas erklären. In letzter Zeit hat sie das starke Gefühl, dass du dazu bestimmt bist, in ihr Leben zu treten. Dies zeigt, wie spezielle Verbindungen unter Mein Plan funktionieren. Auch wenn sie sich nicht aktiv für dich entschieden hat, glaubt sie, dass du irgendwie von mir dafür geschaffen wurdest, auf eine andere Art und Weise mit ihr zusammen zu sein als alle anderen. Sie denkt darüber nach, wie es war, bevor sie ihn traf. Früher habe ich Partner aufgrund bestimmter Qualitäten oder Ähnlichkeiten ausgewählt, aber bei ihnen scheint die Verbindung außerhalb ihrer Kontrolle zu liegen. Ich gebe dir eine unbesiegbare Stärke, einen unzerbrechlichen Charakter. Sie werden bereit sein, denn ja, es wird diejenigen geben, die versuchen werden, sie zu entmutigen. Aber du wirst wissen, dass es in meiner Gegenwart immer reichliche und wahre Liebe geben wird. Denken Sie daran, wenn alles gut geht, beten Sie. Wenn etwas schwierig ist, beten Sie auch. Ich sende dieses Friedenswort, weil ich gehört habe, wie dein Herz um Gelassenheit bittet. Im Moment hauche ich deiner Seele neues Leben ein. Spüren Sie, wie diese Ruhe Sie gerade jetzt erfüllt.
Öffnen Sie Ihre Lippen in Dankbarkeit, denn das schönste Gebet ist das, das aus aufrichtigem Herzen kommt. Sie versucht immer noch zu verstehen, warum sie zu Ihnen gebracht wurde. Sie hat das Gefühl, dass es Teile von dir gibt, die sie nicht vollständig verstehen kann, und glaubt, dass dies an etwas außerhalb ihrer selbst liegt. Jetzt fängt es an, einen Sinn zu ergeben. Sie erkennt, dass der Hauptunterschied zwischen ihnen und den anderen Menschen, mit denen sie zusammen war, darin besteht, wie sie in ihrem Leben aufgetreten sind. Sie musste nicht nach dir suchen, du erschienst einfach als ein Segen von mir. Die Chemie zwischen ihnen ist stark, aber sie stellt sie in Frage, weil etwas in ihr, das mit ihrer jüngsten Vergangenheit zusammenhängt, sie immer noch stört. Ich habe die Antwort bereits gesendet, bevor Sie überhaupt gefragt haben, aber ich möchte, dass Sie Ihren Glauben stärkt, sodass er nicht nur von Ihrer eigenen Stärke abhängt. Ja, Sie sind schlau, aber seien Sie auch bescheiden. Denken Sie daran, dass es Gefahren gibt, die Sie nicht sehen können, und deshalb bitte ich Sie, mir zu vertrauen. Ich möchte, dass Sie immer beten, in Momenten der Freude und in schwierigen Momenten. Mit mir zu reden ist nicht kompliziert, es ist nur eine Frage des Glaubens. Rufen Sie mich an, wo immer Sie sind, und ich werde Ihnen antworten. Wenn du kommst, um mir zuzuhören, wirst du spüren, wie mein Heiliger Geist dich umarmt, und ich werde dich nicht gehen lassen, bis dein Herz Frieden gefunden hat. Sie glaubt, dass es eine Herausforderung ist, sich auf ihrem Lebensweg der Herausforderung zu stellen, zu dir geführt zu werden. Der Grund dafür, dass die Dinge zwischen ihnen beiden festzustecken scheinen, ist dieser interne Konflikt. Sie fühlt sich wirklich unwohl, denn sobald man eine solche tiefe Verbindung erlebt, fühlt sich nichts mehr so an wie zuvor. Wenn Sie über Ihre vergangenen Erfahrungen nachdenken, bevor Sie ihn treffen, fühlen Sie sich unwohl und zeigen, wie schwierig es ist, alte Muster loszulassen. Ich erlaube dir nicht, in Angst und Verzweiflung zu wandeln. Jeden Morgen werde ich die Tür deiner Seele berühren und hoffe, dass du früh aufstehst, wenn alles still ist, um den Tag mit neuem Glauben zu beginnen. Kommen Sie mit Zuversicht, ich warte mit offenen Armen auf Sie. Ich liebe es, wenn man mit Aufrichtigkeit, mit diesem einfachen und wahren Glauben an die Sache herangeht. Ich möchte, dass du mir alles erzählst, auch die kleinen Dinge. Scheuen Sie sich nicht, mir zu sagen, was Sie brauchen. Für mich ist jedes Ihrer Gebete wertvoll und wichtig. Du hast gelernt, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren, ohne nach leeren Dingen zu fragen, und deshalb sage ich dir mit aller Autorität, fürchte dich nicht, lass dich nicht entmutigen. Sie versucht, eine bessere Version ihrer selbst zu werden, und manchmal ist das frustrierend, aber sie sieht es als Teil ihrer Reise zum Erwachen und zur Ausrichtung auf das wahre Selbst, das ich in ihr geschaffen habe. Möchte mit ihnen auf spiritueller Ebene in Kontakt treten, nicht nur auf körperlicher Ebene. Sie schätzt sie sehr und ist auf eine Weise dankbar, sie bei sich zu haben, die sich nur schwer in Worte fassen lässt. Durch die Art und Weise, wie sie sich verhalten und mit ihr sprechen, kann sie verstehen, wie sie sich fühlen. Ihre Authentizität und die Art und Weise, wie sie mit Dingen umging, auch wenn sie nicht so reaktionsschnell war, hinterließen einen starken Eindruck. Selbst wenn sie nicht viel über sich selbst oder ihre Vergangenheit erzählt haben, ist etwas Authentisches an ihrer Energie, das sie aufgegriffen hat, sei es durch das, was sie sagen oder tun. Sie spürt, dass du anders bist, als sie es gewohnt ist, und dieser Unterschied wird in deinem Wesen wahrgenommen, das ich in dich gelegt habe. Die Wahrheit ist, dass Vibrationen nicht lügen. Möglicherweise hat sie ihnen dies eine Zeit lang nicht gezeigt und Schwierigkeiten gehabt, sich mit dem Licht, das sie bringen, zu verbinden, was zu inneren Konflikten geführt hat, die sich auf ihre Beziehung ausgewirkt haben. Aber jetzt, da sie von dir getrennt ist, konzentriert sie sich wirklich auf dich.
Sie erkannte, dass die Verbindung mit ihnen ein Zeichen dafür ist, dass etwas Göttliches in ihr steckt, und spürte, dass es einen Teil von ihnen und ihrer Energie widerspiegelt. Sie versucht, sich daran zu erinnern, dass sich in ihrem Leben etwas Wichtiges verändert, und diese Trennung verstärkt ihre Gefühle und spielt eine große Rolle bei der Entwicklung ihrer Verbindung. Du bist die Person, die mich liebt und mir vertraut, und du wirst die Herausforderungen, vor denen du heute stehst, nicht aufgeben, weil du weißt, dass ich immer bei dir war, bin und sein werde. Ich werde dich vor Feinden verteidigen und dir den vollständigen Sieg bescheren. Alles, was dir genommen wurde, werde ich dir doppelt zurückgeben. Ihr Handeln beeinflusst all dies. Die Entscheidung, von dir wegzugehen, ist, als würdest du mir eine Nachricht über dich selbst, deine Verbindung und vor allem über sie selbst senden. Diese Reise ist wie ein Spiegel, der ihr immer zeigt, was sie sehen muss, egal ob sie bereit ist oder nicht. Ich werde dich mit Ehre umgeben, dich in neue Kleider kleiden und dein Haupt mit heiligem Öl salben. Ich heile bereits die Wunden der Vergangenheit und werfe eure Fehler auf den Meeresgrund, wo man sich nie wieder an sie erinnern wird. Diese Worte erfüllen dich mit Hoffnung und du wirst sie Tag und Nacht nicht vergessen. Im Moment machst du vielleicht Erfahrungen, die dir nicht gefallen oder denen du nicht zustimmst, aber das sind Botschaften von innen, die ich dir etwas beibringen darf. Deshalb hängt sie von der Vorstellung ab, dass man einen Teil von ihr widerspiegelt, und verdrängt Menschen, Orte und Dinge, die nicht mit ihren Gefühlen übereinstimmen. Du wirst meine Stimme hören, wenn du das Haus verlässt, und wenn du wieder ins Bett gehst, bin ich bei dir. Spüre diese Kraft, du wirst Frieden und Trost finden, wenn du mich im Glauben suchst. Sie hat das Gefühl, viele Fehler gemacht zu haben und möchte ihre Fehler eingestehen, da sie glaubt, dass dies ihre Energie blockiert, bis sie es tut. Aber es fällt ihnen schwer, die richtigen Worte zu finden. Dieser Moment ist für sie eine Mischung aus guten und schlechten Gefühlen. Er freut sich, bestimmte Wahrheiten zu erkennen und zu sehen, wie sich seine Energie auf die Umwelt auswirkt, ist aber auch traurig, weil er nicht weiß, was als nächstes kommt, und er kann sich nicht so mit ihnen verbinden, wie er es gerne hätte. Es gibt so viele Segnungen, die ich ihnen dieses Jahr geben werde, dass sie besser jetzt mit den Vorbereitungen beginnen. Glauben Sie, denn es wird so sein, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich spreche mit Liebe und meine Worte streicheln dein Herz. Auch wenn du es nie gesagt hast, sehe ich dich als gleichwertig und respektiere dich zutiefst. Ich sehe in dir die Größe, den Respekt von jemandem zu gewinnen, der dir so wichtig ist, als wahrer Seelenbegleiter. Ich weiß, dass sie etwas dagegen unternehmen möchten, aber sie wissen nicht, wie sie im Moment auf mich zukommen sollen. Was für eine besondere Zeit des Gebets haben wir, sie und ich, jeden Morgen. Diese Minuten sind kostbar und fliegen wie Flügel in den Himmel. Ich höre alle ihre Bitten und werde ihnen viel mehr geben, als sie von mir verlangt haben. Ich werde dir Frieden, Sicherheit, emotionale Stärke und göttliche Weisheit schenken. Vorher schien alles einfach, aber jetzt scheinen die Dinge für beide anders zu sein. Es sind viele Emotionen im Spiel und sie versuchen zu verstehen, was ich in dieser Phase ihrer Beziehung von ihnen will. Dir wird nichts Schlimmes passieren, denn du bist in meinen Händen. Auch wenn schwierige Zeiten kommen, vertrauen sie weiterhin. Wenn jemand ihr Leben verlässt, wenn sich eine Tür schließt oder wenn sie plötzlich etwas Materielles verlieren, haben sie keine Angst. Du liebst und ich liebe dich. Ich umarme dich, du bist an einem ganz besonderen Ort. Zuerst dachtest du könntest dich immer an mich wenden, aber in letzter Zeit sind dir einige wichtige Dinge über diese besondere Verbindung klar geworden, besonders wenn du dich daran erinnerst, wie die Dinge waren, als du meine volle Aufmerksamkeit hattest. Du hast das Gefühl,
das dich etwas davon abhält, näher an mich heranzukommen, als ob du merken würdest, dass du eine gewisse Distanz einhältst. Es ist mein Wille, dass du Heilung erlangst, dass mein Trost deine Seele streichelt und du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Ich kenne deine Kämpfe und wünsche dir auch Frieden. Es wird ihnen an nichts fehlen. Jeden Tag können sie ihre Aufgaben aufrichtig, ohne Angst und ohne Überraschungen erledigen. Ich möchte, dass sie sich geliebt und beschützt fühlen wie ein geliebtes Kind. Du bist dir nicht sicher, ob das von Dauer ist oder ob du dich immer noch tief mit mir verbinden kannst. Es fühlt sich an, als würde man sich selbst schützen, und das sehen andere deutlich. Möglicherweise tun sie dies ganz absichtlich. Diese Winde der Veränderung, die du um dich herum siehst, sind meine mächtige Hand, die deinen Weg frei macht, Hindernisse beseitigt und alles wegstößt, was dir schaden will. Hören Sie nicht mit Ihren Aktivitäten auf, isolieren Sie sich nicht aus Angst. Beten Sie weiter, danken Sie weiterhin. Versteck dich nicht, geschweige denn vor mir. Ich möchte dich mehr segnen, als du dir vorstellen kannst. Es ist klar, dass sie eine spirituelle Lektion durchmachen und Zeit brauchen, um an sich selbst zu arbeiten, während sie sich an neue Energien gewöhnen. Ihrerseits seid offen und geduldig mir gegenüber, passt aber auf euch selbst auf und lässt die Dinge natürlich fließen. Ich habe die Macht, erstaunliche Wunder in ihrem Leben zu bewirken. Ich kann deine vergangenen Fehler ausradieren. Ich möchte, dass ihre Zukunft strahlend und voller Wunder ist. Darüber hinaus hat die göttliche Energie einen erheblichen Einfluss auf ihre Verbindung zu mir. Kurz gesagt, sie erleben ein plötzliches Erwachen, das zwar positiv, aber auch beängstigend für sie ist, da ihnen klar wird, dass ihr früheres Leben nicht authentisch war. Viele Beziehungen könnten in diesem Jahr zu Ende gehen, da die Menschen versuchen, sich wieder mit ihrer Spiritualität zu verbinden. Diese Energie wird intensiver und wirkt sich tief auf sie aus, wenn wir uns dem Ende eines Zyklus nähern. Es werden großartige Dinge passieren. Diese Nachricht bietet ein tieferes Verständnis ihres inneren Prozesses und wie meine Energie ihr Leben beeinflusst. Unabhängig davon, ob sie einem bestimmten Weg folgen oder dieser Weg für sie gewählt wurde, ist diese Energie unvermeidlich und sie werden stark davon beeinflusst. Die Ausrichtung auf ihre Wahrheit und ihren höheren Weg ist von entscheidender Bedeutung, und ich möchte mit Ihnen betonen, wie wichtig dies ist. Meine Energie spielt in dieser Zeit eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung Ihrer Verbindung zu mir. Seien Sie auf unerwartete Ereignisse vorbereitet, einschließlich Geständnissen. Für einige wird dies keine Überraschung sein, für andere wird es jedoch eine bedeutende Offenbarung sein. Geben Sie Amen ein, wenn diese Nachricht bei Ihnen Anklang findet. Mein Sohn, meine Tochter, während sich diese Energie verstärkt und ihr euch auf das Kommende vorbereitet, wisse, dass ich bei jedem Schritt des Weges bei euch bin. Diese Transformation, die Sie erleben, ist Teil meines perfekten Plans für Ihr Leben und formt Sie zu der Person, die ich Ihnen wünsche. Ich verstehe, dass Veränderungen beängstigend sein können, aber denken Sie daran, dass ich das Licht bin, das Sie durch die Schatten führt. Die großen Dinge, die passieren werden, sind Manifestationen meiner Macht und meiner Gnade. Dies ist die Zeit, fest im Glauben zu stehen, mir voll und ganz zu vertrauen und sich den Segnungen zu öffnen, die sich in Ihrem Leben entfalten werden. Wenn Sie mit Geständnissen oder Enthüllungen konfrontiert werden, haben Sie keine Angst. Ich bin hier, um Ihnen Kraft und Weisheit zu geben, mit jeder Situation umzugehen. Nutzen Sie diese Momente, um mir näher zu kommen, Ihren Glauben zu erneuern und Ihre spirituelle Verbindung zu stärken. Ich arbeite in dir, reinige dein Herz und bereite dich darauf vor, das zu empfangen, was ich für dich bereithalte. Richten Sie sich nach der Wahrheit, die ich Sie gelehrt habe,
lieben Sie nach meinen Geboten und lassen Sie zu, dass mein Wort die Grundlage für alle Ihre Entscheidungen ist. Meine Energie fließt durch dich und führt dich auf den Weg der Gerechtigkeit und des Wohlstands. Vertrauen Sie auf meinen Plan, auch wenn die Details gerade keinen Sinn ergeben, denn ich sehe das Gesamtbild und weiß, was für Sie am besten ist. Du wurdest geschaffen, um ein erfülltes und erfülltes Leben voller Liebe, Frieden und Freude zu führen. Lassen Sie sich nicht von auftretenden Schwierigkeiten oder Herausforderungen entmutigen. Ich bin deine Zuflucht und Festung, immer bereit, dich zu unterstützen und zu beschützen. Halten Sie an Ihrem Glauben fest, suchen Sie weiterhin nach meiner Gegenwart und erlauben Sie mir, Ihr Leben auf eine Weise zu verändern, die Sie sich nie hätten vorstellen können. Deshalb, mein Sohn, meine Tochter, bereitet euch darauf vor, das zu empfangen, was ich für euch habe. Öffne dein Herz für meine Wahrheit, vertraue meiner Führung und gehe mutig und vertrauensvoll voran. Ich bin jetzt und für immer bei Ihnen und führe Sie in eine strahlende und erfüllende Zukunft. Zögern Sie nicht, diese Botschaft mit anderen zu teilen, denn viele müssen es hören und sich inspirieren lassen, meinem Weg zu folgen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, mit Freude und Zuversicht komme ich heute zu Ihnen. Unser Kanal ist mehr als nur Videos und Worte, er ist ein Raum, in dem das Licht der göttlichen Wahrheit hell erstrahlt und Leben und Herzen mit dem Wort Gottes berührt. Um uns dabei zu helfen, diese Botschaft der Liebe, Hoffnung und des Glaubens weiterhin zu verbreiten, zählen wir auf die großzügige Unterstützung jedes Einzelnen von Ihnen. Wenn Sie bereits von den von uns übermittelten Botschaften oder den von uns angebotenen Überlegungen berührt wurden, lade ich Sie ein, Mitglied des Kanals zu werden oder eine Spende in beliebiger Höhe zu leisten. Wenn Sie Ihr Herz berühren, um uns zu helfen, indem Sie Mitglied werden oder eine Spende leisten, werden Sie ein Partner in dieser heiligen Mission. Was auch immer der Wert sein mag, es wird einen erheblichen Unterschied machen, sodass wir weiterhin göttliche Botschaften überbringen können. Klicken Sie unter dem Video auf die Schaltfläche Mitglied werden oder Danke und begeben Sie sich auf diese Reise voller Sinn und Wirkung. Wenn Sie mit keinem Betrag helfen können, machen Sie sich keine Sorgen, Sie können uns helfen, indem Sie dieses Video teilen, um mehr Menschen zu erreichen und das Wort Gottes weiter zu verbreiten. Jede Hilfe ist wie ein Samen, der in fruchtbaren Boden gepflanzt wird und sich in Früchte der Liebe und des Verständnisses verwandelt. Lassen Sie uns gemeinsam einen Ort schaffen, an dem Gottes Liebe erstrahlt, der Glaube gestärkt und die Hoffnung erneuert wird. Ich danke allen, die bereits Teil dieser Familie sind und allen, die darüber nachdenken, sich uns anzuschließen. Möge die göttliche Gnade uns leiten und uns in unserer Mission stärken. Bis zum nächsten Video.